Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Crash Landing. Wir sind wieder hier zurück in unserer Base und haben ja im letzten Part so ein paar Sachen uns wieder zurückgeholt. Und ich habe ein bisschen weitergemacht in der Zwischenzeit. Ich habe zum Beispiel hier das Ganze so ein bisschen automatisiert. Das heißt, wir haben jetzt hier hinten einfach eine Transfer-Node mit ein paar Pipes dahinter. Und ich habe es jetzt einfach so eingestellt, dass wir praktisch die kompletten Items hier in diese Kiste reingepackt werden. Beziehungsweise die ganzen Pulverized-Sachen, die später gecraftet werden, kommen in diese Kiste. Und letztendlich haben wir hinten dann eben unsere ganzen Dots, die wir weiter verarbeiten müssen. Aber auf jeden Fall funktioniert es schon ziemlich gut. Ich habe hier hinten auch bei unserem Loch da hinten so ein bisschen weitergearbeitet. Das ist einfach ein bisschen weiter ausgegraben. Da seht ihr schon, es ist alles immer wieder tiefer geworden. Da können wir einfach relativ einfach Dust bekommen und packen das alles rein. Sprich, da waren schon wieder an die 40 oder 50 Stacks Dust drin. Und wir haben hier einfach schon wieder relativ viel. Vor allen Dingen, da wir hier langsam mit dem Bone Meal ein bisschen an die Grenzen kommen von der Barrel, müssen wir vielleicht ein bisschen upgraden und müssen wir einfach mal schauen, ob wir vielleicht später auch einfach mal in die Applied Energistics Sachen umsteigen. Aber auf jeden Fall haben wir das so erstmal gemacht und dann haben wir hinten hier dieses Grünzeugs hier so ein bisschen. Und da gab es echt so ein paar Sachen, wo ich einfach Ewigkeiten gebraucht habe. Ich wollte nämlich eigentlich eine Rose bekommen, damit wir da letztendlich hier unseren letzten Assembly-Dingens da machen können, diesen Laser, weil wir dafür, genau, hier vorne einen Rose-Wert brauchen. Und alles andere wir eigentlich schon hatten. Ich habe gedacht, okay, ist jetzt nicht so schwierig, aber ich habe geschlagene, gefühlt jedenfalls eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde mit Bone Meal da gestanden und habe hier entsprechend das alles hier draufgepackt, abgerissen und immer wieder einzelne Sachen bekommen. Und daraus sind diese paar Kisten entstanden. Ihr könnt hier sehen, wir haben hier einige neue Saplings, die wir eigentlich alle anpflanzen könnten. Das werde ich aber irgendwann offscreen mal machen und euch ein bisschen zeigen. Ich will generell die Farm so ein bisschen vergrößern und das langsam auch ein bisschen automatisieren. Aber dazu kommen wir später nochmal. Und wir haben hier einfach tausende von diesen Saplings bekommen mit verschiedensten Früchten, die wir vielleicht irgendwie benutzen können. Ich weiß gar nicht genau, die meisten sind sehr wahrscheinlich relativ sinnlos, weil wir da nichts Großartiges rausbekommen können. Aber auf jeden Fall haben wir hier noch jede Menge andere Seeds, vor allen Dingen auch die ganz normalen Getreide-Seeds, die ich ziemlich cool finde, weil wir die nämlich dann später, wie ihr gleich sehen werdet, wunderbar zum Brot machen, nutzen können, weil ja jetzt erstmal unser Hauptnahrungsmittel ist. Und wir haben hier jetzt auch einfach so ein paar Sachen, einfach schon an Früchten und sowas, die wir eben schon irgendwie hier drüber bekommen haben, weil da auch teilweise so wilde Pflanzen oder sowas wachsen und teilweise auch von den Farmen hier hinten. Ich habe ein paar Zombies getötet, unter anderem, und habe hier dann entsprechend eben eine Potato bekommen, die ich natürlich gleich angebaut habe. Hat nämlich den Vorteil, dass wir die später für unsere, für das Essen brauchen, wo ich momentan hinarbeite. Und das hier ist dieses Hearty Breakfast, weil schaut euch an, wie viel das Ganze wieder Hunger stillt. Das ist einfach so das Nonplusultra-Essen, glaube ich. Und da haben wir schon fast alles. Das Einzige, was wir noch brauchen, ist hier noch dieses Cooked Pork Chop. Und das ist natürlich auch das Schwierigste, weil wir da noch um einiges mehr machen müssen. Aber auf jeden Fall, die Potato Cakes können wir dann relativ einfach, glaube ich, machen. Indem wir letztendlich, okay, eine Zwiebel brauchen wir noch. Aber ansonsten haben wir hier eigentlich auch alles. Das, denke ich, dauert nicht so lang. Problem ist, dass irgendwie die Potato Cakes die Textur von Kiwis haben. Aber naja, ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wichtig. Und wir haben hier einfach sau viele Sachen, die wir sonst noch machen können. Wie gesagt, hier sind ein paar Sachen und ich habe 6 gelbe Blumen bekommen, ja. 6 Stück und eine Rose. Das ist doch irgendwie echt unverschämt. Ich wollte natürlich die Rose haben und ich dachte eigentlich, dass die einigermaßen gleich verteilt sind. Aber anscheinend sind sie nicht gleich verteilt, weil wir jetzt 6 gelbe und eine rote Blume haben. Aber auf jeden Fall werden wir die gleich ein bisschen nutzen. Da müssen wir nämlich gleich die so ein bisschen mit ein paar Seeds zusammenpacken. Hier hinten habe ich jetzt einfach mal diese Crops angepflanzt, die ganz normalen Seeds. Und dadurch haben wir jetzt hier ein Riesenfeld voll Getreide, was wir glücklicherweise jetzt einfach mit Rechtsklick abernten können, was das Ganze halt richtig einfach macht, weil wir einfach noch Unmengen an Seeds rausbekommen und wir jetzt schon wieder sau viel Wheat haben. Der Vorteil ist nämlich einfach, vorher mussten wir ja immer praktisch irgendwie Reis zu Mehl machen, mit Wasser zusammen, mit Salz zu Teig machen, dann in den Backofen, dann haben wir Brot bekommen und sowas. Und jetzt, zack, ganz normales Minecraft-Rezept, wunderbar, haben wir hier unser Brot und das ist dann irgendwie echt kein Problem mehr. Ihr seht auch durch die ganzen neuen, durch die ganzen neuen Sachen hier, haben wir halt auch so viele andere Jellies bekommen. Wir haben hier unten, jetzt habe ich die Schale aufgegessen, okay, die habe ich jetzt zum Beispiel nicht hier unten. Raspberry Jelly Sandwich zum Beispiel, sonst habe ich ja schon alles aufgegessen. Wir hatten so viele verschiedene, wir hatten Strawberry, wir hatten Cranberry, wir hatten, okay, die Crepes haben wir sowieso schon gehabt, aber wir haben tausend verschiedene Jelly-Sorten jetzt, die wir machen können. Und das ist auf jeden Fall ziemlich cool.
Und das wollte ich euch jetzt erstmal nur zeigen. Außerdem kommen wir jetzt eigentlich mal zu einem etwas anderen Punkt. Und zwar habe ich hier hinten jetzt einfach mal die Elevator reingepackt und wir kommen hier runter. Und ich habe hier endlich mal einen Pulverizer gebaut. War eigentlich gar nicht mal so schwierig, einfach mit ein paar PCBs, die wir halt dann ranpacken müssten, Machine Frame und so weiter und so fort. Hier schön mit dem Kabel hier oben an unser System angehängt. Das ist jetzt schon immer wieder nachgefüllt, aber ich habe auch oben noch ein bisschen gefarmt, deswegen ist da eigentlich auch kein Problem. Werden wir später ein bisschen ersetzen, aber auf jeden Fall haben wir halt hier jetzt die Kiste, die führt das Ganze hier rein, das wird in Pulverizer gepackt und hier drüben kommt das Ganze an. Das will ich eigentlich nach Möglichkeit bald automatisieren, wenn wir unser EME-System haben, weil jetzt ist es einfach so, dass wir zum Beispiel da auch Cobblestone reinpacken können und das wird dann zu Gravel gemacht und so weiter und so fort. Das können wir dann oben in Sieb packen und die entsprechenden Bereiche hier zum Beispiel bekommen wir so dieses gelbliche Zeug bekommen wir aus Sand raus, dann gibt es andere Bereiche, die bekommen wir aus Gravel raus, je nachdem, was wir eben in das Sieb packen. Und die kann man immer wieder zusammencraften und dann wieder andere Blöcke rausbekommen, die wir dann verwenden können. Wir haben zum Beispiel hier Crushed Lead Ore und wenn wir das jetzt zusammenpacken, bekommen wir hier ein Lead Ore Sand. Das heißt, das packen wir hier dann wieder rein, das wird wieder pulverized. Und dann bekommen wir halt hier zum Beispiel meinetwegen Pulverized Lead Ore und sowas raus. Das heißt, es gibt einfach tausende Sachen, die wir hier irgendwie reinpacken können. Und hier entsprechend dann letztendlich hier unser Pulverized Gold eigentlich haben. Das ist im Endeffekt so dieses Endprodukt, was da im Idealfall rauskommen soll, genauso wie das Iron hier oben. Und ihr glaubt nicht, wie viel das letztendlich ist, was da rauskommt. Wir müssen das alles mal automatisieren. Wir haben hier noch eine komplette Kiste voll mit diesem Dust, weil ich das einfach noch nicht geschafft habe, das da unten reinzupacken. Und ich habe jetzt schon gefühlt irgendwie eine Stunde oder sowas da immer wieder Sachen reingepackt. Wir müssen das eventuell ein bisschen erweitern noch. Ich glaube, man kann hier leider keine Upgrades reinpacken, dass es irgendwie ein bisschen schneller geht oder sowas. Aber auf jeden Fall werden wir das in nächster Zeit dann auch wieder ein bisschen erweitern noch. Ich habe hier drüben jetzt einfach mal den Wassertank so ein bisschen erhöht. Ich habe auch gesehen, dass wir eigentlich Drums nutzen können, die relativ einfach sind. Und wir bekommen da einfach 256 Blöcke oder Eimer Wasser rein oder generell jeder Flüssigkeit. Deswegen ist es halt so ein bisschen blöd, dass ich jetzt hier mit angefangen habe. Werden wir vielleicht auch bald mal umsteigen oder das Ganze einfach wieder ins ME-System reinpacken, wenn es dann letztendlich fertig ist. Aber auf jeden Fall ist das auch relativ einfach zu craften und ich denke eigentlich, das könnten wir dann auch später relativ gut machen. Aber auf jeden Fall, das ist eigentlich so wie gehabt. Hier oben habe ich es jetzt einfach so gemacht, dass ich das ein bisschen geändert habe. Und zwar haben wir jetzt keinen Kaktus mehr drin, sondern beziehungsweise kein Wasser mehr. Sondern die werden praktisch sofort in den Autonomous Activator gepackt. Der packt das hier in diesen Tank und der wird dann letztendlich das Wasser hier hinten reinpumpen. Problem ist dabei eigentlich nur, dass wir halt hier immer nach und nach unsere Glasflaschen verlieren. Aber das ist jetzt eigentlich auch nicht so schlimm, weil wir da eigentlich sowieso genügend haben. Und die relativ einfach nachmachen können. Ich weiß nicht, habe ich hier noch an was drin? Ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall, ja, haben wir das jetzt erstmal. Hier oben habe ich so ein paar andere Sachen gehabt. Und zwar haben wir ein paar Diamonds und ein paar Emeralds bekommen. Vor allen Dingen eben dadurch, dass wir diesen Gravel hinten ins Sieb gepackt haben. Ich habe das hier hinten so gebaut bei dem Dustum Art, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Dass wir da auch Sand und Gravel und Erde, glaube ich, reinpacken können. Und das letztendlich verarbeitet wird. Das einzige Problem ist, dass wir halt hier hinten jetzt mit den Barrels dieses Sortiersystem noch nicht funktioniert, weil er wirklich eben alles reinnimmt und wir das sonst irgendwie ein bisschen sortieren müssten, aber das werden wir sowieso bald ändern, von dem her ist das jetzt eigentlich kein Problem. Ich möchte jetzt aber eigentlich gar nicht so lange hier rumlabern, was ich schon wieder mache, sondern wir wollten ja eigentlich mal ein bisschen vorankommen hier und ich werde mir jetzt hier eben auch noch ein bisschen Wasser machen. Das werden wir auch dann bald mal automatisieren, dass wir da einfach nur noch draufklicken können oder dass wir irgendwie beim Access Terminal oder Crafting Terminal irgendwie schon mal unsere Sachen einspeichern können. Und ich denke, dann passt das eigentlich auch soweit. Aber auf jeden Fall gibt es einfach so ein paar Sachen, die ich euch ganz gerne zeigen würde, die wir ganz gerne jetzt mal umsetzen würden. Und zwar ist es zum einen diese ganze Assembly-Sachen, die ich ja schon angesprochen habe. Wir haben hier ja schon, Moment, wo ist es? Habe ich das da? Habe ich das hier? Nee, hier habe ich es. Hier oben haben wir zum Beispiel diese Assembly-Units schon. Wir haben hier die Assembly-Plattform und wir haben den Controller gebaut. Und wir brauchen im Endeffekt jetzt erstmal noch diesen Laser. Und dafür brauchen wir eben dieses Rosenrot, was wir jetzt gleich hier machen werden. Und der Vorteil ist halt einfach, dass wir daraus letztendlich dann noch, dass wir daraus dann so eine Red Flower, glaube ich, machen können. Und daraus eben dann immer entsprechend dann nochmal ein paar Sachen bekommen. Das heißt, wir verarbeiten das jetzt zu Rosenrot, packen das aber nicht sofort rein, sondern wir schauen jetzt erstmal. Ich habe hier übrigens auch sehr viel noch gefarmt, dass wir hier ein bisschen mehr Erde bekommen. Weil ich die Erde jetzt ganz gerne mal durch den Dustomat hier hinten schmeißen würde, wenn das soweit funktioniert.
Ich packe das hier eben mal ran und ihr seht, je nachdem, was wir hier oben reinpacken, wird das halt dann hier auch immer automatisiert. Ich brauche nämlich eigentlich einfach nur ein paar Grass Seeds. Die haben wir hier jetzt schon noch. Wir haben sogar ein paar Kakaobohnen noch bekommen, was auch ganz cool ist. Peanut, Sunflower, wie auch immer, Sugarcane, Scrape. Also da haben wir einfach ein paar Sachen, die wir schon da noch bearbeiten können. Aber auf jeden Fall müsste das, glaube ich, funktioniert das so? Ja, es funktioniert so. Fire, Flower, Seeds. Wunderbar. Ich überlege jetzt gerade, ob wir da beide rausmachen oder ob wir da erstmal nur eins machen. Wir brauchen nämlich momentan Netherrack. Und den Netherrack bekommen wir, glaube ich, bekommen wir Netherrack. Mal eben nachschauen. Ich glaube, es gab irgendeine Möglichkeit. War es Lava und da irgendwie dann entsprechend irgendwas drauf? Ich glaube, sowas war es in der Art. Wir brauchen jetzt erstmal eine Stone Barrel, glaube ich. Ich glaube, irgendwie Redstone auf Lava oder sowas. Das heißt, wir schauen mal nach einer Stone Barrel. Und schauen einfach mal, wir brauchen eigentlich nur ein bisschen Stein. Haben wir glücklicherweise noch. Und ein paar Slabs, die wir hier im Idealfall auch noch irgendwo haben müssten. Wir nehmen jetzt einfach mal das und bauen das ab. So, dann haben wir das nämlich auch. Ich habe hier schon ein paar Rezepte drin gehabt, die ich dann ganz gerne nutzen würde. Hier ist schon alles vorbereitet. Schön, wenn wir dann nur unser Rosenrot haben. Also auf jeden Fall hier unten jetzt einfach mal die Stone Barrel ran. Und ich glaube, wenn wir da, wir brauchen jetzt noch einen Eimer. So. Wenn wir da dann letztendlich und vielleicht ein bisschen Redstone. Redstone wäre irgendwie auch nicht verkehrt. Das heißt, da gehen wir eben mal hier hinten. Ich würde es echt ganz gerne jetzt mal über das ME-System bald machen, weil wir einfach das Problem haben, dass man immer so ewig weit laufen muss, wenn man hier irgendwie was machen will. Aber auf jeden Fall probieren wir das hier hinten jetzt einfach mal aus. Sprich, wir haben das. Wir haben hier ein Bucket mit Lava. Die müssen wir jetzt einfach mal teilweise das Inventar aktualisieren. Das funktioniert sonst irgendwie nicht ganz. Jetzt müssen wir mal schauen. Genau, packen wir einfach einen Redstone ran und wir bekommen ein Netherrack, was ziemlich cool ist, weil wir nämlich jetzt die Möglichkeit haben, ich schaue jetzt einfach mal, ich glaube, das brennt ein bisschen, deswegen sollten wir das vielleicht nicht unbedingt neben den Bäumen machen. Aber auf jeden Fall packen wir das jetzt einfach mal hier hin und können dann hier im Idealfall unsere, Hilfe, ernsthaft, das scheiß Ding ist verbrannt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das hier hinten mit dem anderen Seed funktioniert. Wenn wir den jetzt hier einfach mal hinschmeißen. Der sollte nämlich dann im Idealfall da irgendwie anwachsen. Sehr gut. Und dann brauchen wir eigentlich sehr wahrscheinlich einfach nur ein bisschen Bone Meal. Um da mal zu schauen, ob das jetzt hier ein bisschen größer wird. So, die schnell mal einsammeln, dass wir wenigstens schon mal zwei haben. Weil ich möchte ehrlich gesagt nicht diesen ganzen Scheiß nochmal machen müssen mit dem ganzen wow. Das war groß. Mit dem ganzen Rosenrot. Das heißt, wir werden jetzt einfach ein bisschen farmen und wenn wir da so ein paar Sachen gemacht haben, dann werden wir uns einfach mal wieder zurückmelden.